Ja, ich möchte so lange wie möglich ein guter Vater sein und ein gesunder Vater sein. Bei Familie Becker auf Ostern, das ist ja schön gesagt, der Krankheit etwas später in die Familie gekommen. War das da mit dem allgemeinen Familienleben auch ernährungsmäßig? Sind Sie sich sehr umständlich und haben das gemanagt? Oder wer hat das von Ihnen gemanagt? Das haben wir schon zusammen gemacht. Aber das war ein Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal konfrontiert worden bin mit BGs. Mhm. Und ich muss sagen, BGs finde ich fast besser, um Essen zu kontrollieren als Kalorien. Ja. Weil BGs sagen mir im Grunde mittlerweile mehr als versteckte Kalorien oder was auch immer. Nachher haben wir das also dann auch mit Tabellen, was wir alles gelernt. Und das hat man dann später im Griff. Also wenn Sie heute irgendwo hingehen und sagen, also ich möchte jetzt gerne erst das essen, aber sofort, oder auch bei mir beispielsweise Matthias, weiß sofort, was wie viel das hat, ob ich es darf und ob das genug ist oder zu wenig oder zu viel, das wissen Sie? Das denke ich. Ja, ja, man macht auch diese Schwierigkeiten, zu werden, spazieren bleiben. Natürlich ist es für einen Typ 1, der ständig spritzt, das muss einfach, wenn man in den Monaten konsumiert, kann man es auch viel, viel besser kontrollieren, das ist auch gesünder. Deswegen arbeiten sie gut mit, sie helfen mir im Raum, im Raumbereich. Ich kann am schnellsten erkennen, wenn ich unter Zucker höre, ja, manchmal muss ich nicht arbeiten, das merke ich, das ist auch sehr, sehr hilfreich. Aber ich komme auch relativ kombiniert auf A. Ganz auf der Hand, weil das ist wie gesagt, das macht das Leben.